Hey ho, meine Lieben, ich habe heute wieder mal eine gusseiserne Pfanne mit vorgebracht, weil Schatz hat eine Idee gehabt, was wir heute machen können, so auf die Schnelle am Abend noch. Und zwar machen wir Fischfrikadellen aus Zander- und Wolfsbarschfilet. Und ich hoffe, dass es mir schmeckt. Ihr wisst ja, ich bin nicht unbedingt der Fischesser, aber das war jetzt ein Fisch, wo ich auch gegessen habe. Und naja, noch ein klein bisschen auftauen lassen und dann können wir schon da drüben loslegen. So Freunde, hier ist schon der leckere Kartoffelsalat, wo Schatzi gemacht hat, wenn wir dazu essen. Und jetzt schauen wir mal, ob man die Haut schon abziehen kann. Weil zum Schreddern wäre es ja gar nicht so verkehrt, wenn der Fisch innen noch ein bisschen gefroren ist. Weil wenn das jetzt ganz gut funktioniert, ja, dann können wir gleich weitermachen. Na, fast wie Silberhaut beim Rip. Oder Schatz? Also, so werden jetzt sämtliche Filets gemacht und dann geht's weiter. Der Fisch ist komplett gehäutet. Mei Leute, ich sag's euch, man könnte das Video auch nennen, wie man Fisch genießbar macht. Also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich müsste die Haut damit essen, naja, lass mal das. Aber ja, hier geht's jetzt dann gleich weiter. Was ich schon rausgefunden habe, es kommen noch Zwiebeln dazu. Das Ganze kommt in Thermi und an Gewürz habe ich noch das Gambazamba vom Beef Party. Gibt's leider nicht mehr. Aber ja, schauen wir weiter zu. Wie Schatzi das macht. Gut. Ja, da kann man vielleicht Fleischkühle, Fischkirchle draus machen. Mensch, ja. Nochmal. Nein. Hier haben wir den gehäckselten Fisch. Also ich finde lieber ein klein bisschen gröber als zu fein, weil dann wird es Matsche. Hier jetzt die Zwiebeln, ein Toastbrot und der Ei. Willst du hier gleich noch das Gewürz mit hinzufügen? Wie viel? Da habe ich keinen Plan. Einfach mal was rein und dann probieren. Gut, und dann kann man ja probieren und eventuell noch nachdingern. Riecht gut, sagst du? Lässt mich nicht in den Topf filmen. Jetzt, ja, auch schön klein. Dann wird das Ganze noch miteinander verknetet und dann werden schon die Kirchler gemacht. Die Frikadellen, ja. Okay, Frikadellen. Ja, Schatzi ist am Durchkneten. Ihr wollt noch das Gewürz haben, noch ein bisschen was dazu. Und danach werden die Kirchler schon Frikadellen geformt. In der Pfanne lassen wir jetzt erstmal ordentlich Butterschmalz schmelzen. Ja, Schatzi kommt schon mit dem Fleischpflanzer, mit der Fischfrikadelle, mit der ersten. Die Patricia futtert im Hintergrund schon die ganze Zeit einen Kartoffelsalat weg. Also nicht wundern, wenn es nachher ein Kilo weniger ist. Mach doch heiß. Das Ding ist doch auf 8. Was hast du jetzt seither gemacht? Gefilmt und Video bearbeitet. Auf 9 hochschalten. Jetzt hau das zurück, nein. Das dampft schon. Und so kommt jetzt eine Fischfrikadelle nach der anderen, handgeformt, in die Pfanne und da braten wir sie ordentlich raus. Na, Schatz, wie sehen die schon aus? Ja, die werden.
Ja, Leute, und ich werde mich nachher wieder hinreisen lassen und mal wieder Fische essen. So, Freunde, so sollen die Fischfrikadellen aussehen, wenn sie fertig sind. Ja. Trommelwirbel, Kartoffelsalat, kann man nichts falsch machen. Kartoffelsalat ist einfach hervorragend. Fisch halt. Was soll ich sagen, Leute? Ihr wisst, ich bin kein Fischesser. Aber den esse ich jetzt mal. Patricia, schön laut und deutlich, du bist ja auch gerade am Mitessen. Was sagst du dazu? Du bist der Fischesser. Mir schmeckt's lecker. Ich habe ja nicht gesagt, dass es schlecht ist. Schatzi? Ich finde sie genial. Ja. Dann ist Gamba Zamba, was wir verwendet haben, schmeckt auch sehr gut. Das habe ich ja jetzt zum ersten Mal probiert, seit ich es habe. Und man hat sogar jetzt die Patricia noch im Video gesehen. Ja, gut. Kann man essen, wenn man will. Also ich als Antifisch esse, esse es. Ich esse auch Fischstäbchen. Und ja, kurzes kleines Essensvideo von uns hier zu Hause. Was soll ich sagen? Wenn es gefallen hat, Daumen nach oben und nettes, freundliches Kommentar. Es ist ja nichts Schlechtes drin, es war Barsch und Zander. Ja, es ist von der Zutaten top. Einfach nur top. Ja, okay. Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Ostern hoffentlich heißt wieder mal feuerfrei für die Kohlen. Gucken wir mal. Ich bräuchte mal wieder so ein richtig schönes großes Stück Fleisch. Also, Tschaikowski, ich muss jetzt essen.